herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Jareny, Energetiker, Astrologe und natürlich auch Mystiker aus dem wunderschönen Linz. Und es freut mich, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Episode, wie man Zaubertränke zubereitet. Und ich möchte gerade die letzte Geheimzutat in meinen Zaubertrankbecher füllen. Und das ist, die habe ich schon vorbereitet. Das ist eine Träne eines Engels und siehe da, die Magie beginnt zu wirken, der Zaubertrank wird zubereitet. Und du kannst diesen Zaubertrank natürlich bei mir erwerben und wenn du ihn trinkst, wirst du glücklich, jünger, schlanker, gut aussehender, Traumjob, Reichtum, was auch immer du dir wünschst. Und so einfach geht das. Also Prost und alles Gute. Gut, am Geschmack kann ich vielleicht noch etwas arbeiten, aber vergiss es mal, ist Quatsch, ich verkaufe keine Zaubertränke, obwohl es eine gute Idee wäre. Ich möchte heute einfach mal auf einen Irrtum oder eine Verwechslung eingehen, die typisch ist für die Energetik und nicht nur für die Klienten der Energetik, sondern oft für die Energetiker selber auch, weil sich leider in dieser ganzen Branche ein gewisser Wunderglaube breit gemacht hat. Und der Wunderglaube ist einfach der, dass man dann sagt, ja, das Unsichtbare heilt, Gott ist gut und alles wird in Ordnung kommen. Und man spürt einfach ein bisschen Energie, lässt die fließen und das reicht dann völlig aus, dass man jemanden begleitet oder führt. Das ist theoretisch richtig, praktisch, aber oft einmal schwieriger durchzuführen, denn es gibt in dem Falle keine Wunder. Es gibt jetzt nicht so, dass ich sage, ich gebe jetzt einfach der himmlischen Welt alles ab und die machen das für mich. Da ist dann die Frage, was machst du dann eigentlich als Therapeutin oder als Therapeut wirklich, wenn du eh alles abgibst? Also, was ist dein Zugang zu dieser Arbeit, wenn du selber energetisch arbeitest? Wieso funktioniert das, was du tust? Und das sind Fragen, die solltest du dir schon mal stellen, denn Energetik oder Esoterik, Mystik zieht natürlich auch faule Menschen an. Und faule Menschen heißt einfach, das sind Menschen, die wollen einfach nicht den nötigen Einsatz bringen, um Ziele zu erreichen. Die wollen sich reich meditieren, glücklich meditieren, anstatt aktiv Schritte zu setzen, um zu kompensieren, was ihnen vielleicht fehlt. Und da bietet leider die Esoterik mit dem Positivdenken natürlich schon ein breites Feld an, wo man sagt, okay, da wird ein bisschen die Faulheit unterstützt, anstatt dass man sagt, okay, was kannst du konkret tun? Eben die Erdung dieser ganzen Szene. Und das ist eigentlich schon der Punkt. Glaub nicht an Zaubertränke. Glaub nicht an irgendetwas Magisches, Mystisches, was jetzt die Heilung schlechthin bringt, sondern sei deine eigene Heilerin, sei dein eigener Heiler. Denn diese Energie, die auch ich während meiner Arbeit aktiviere bei dir, die hast du immer da, die steht dir permanent zur Verfügung. Ich mache das gerne über Meditationen, findest du hier im Kanal. Und bei Einzelsitzungen schaue ich einfach nur, dass ein Gleichgewicht wiederhergestellt wird und etabliert wird. Aber diese Energie ist immer da. Nur mental etwas zu erschaffen, wofür physisch, also in der Erdung, noch keine Bahnen gelegt sind, das wird schwierig werden. Das heißt, du musst wirklich auch in der Physis da gewisse Vorarbeit leisten. Um es am Beispiel Geld ein bisschen zu verdeutlichen. Du kannst zwar meditieren, Wohlstandsmeditationen, Reichtumsmeditationen, wenn du allerdings nichts an deinen Geldgewohnheiten änderst, an deinem wahrscheinlich mehr ausgeben als einnehmen, dann wird sich da nie was ändern. Und das ist einfach konkrete, langweiligste Buchhaltung. Das ist Erdung, das ist ganz, ganz langweilig, aber da gehört angesetzt. Dass ich weiß, was kommt rein, was geht raus, was kann ich mir vielleicht wo sparen oder brauche ich vielleicht mehr Einnahmen. Ja? Kann ja auch sein. Aber der Punkt ist letzten Endes, da muss man konkret ansetzen und da kann ich nicht dahin meditieren. Das heißt, lege in dem, was du materiell ändern willst, egal was es ist,
zumindest schon mal eine Schneise vor, damit es dir leichter fällt, dass du die Dinge manifestieren kannst. Dann brauchst du keine Zaubertränke, dann brauchst du auch keinen Wunderglauben, sondern dann bist du Herrin oder Meisterin deines eigenen Lebens. Und auf das kommt es doch letzten Endes an, dass wir nicht abhängig von jemandem sind oder von etwas sind, sondern dass du selber bestimmen kannst und entscheiden kannst, was ist dir wichtig. Und wenn dir das nächste Mal jemand einen Glückstrank andrehen will, egal in welcher Form, dann frag dich vorher, was hast du denn getan zu deinem Glück? Was hast du ganz konkret schon beigetragen, zum Beispiel zum Glück? Oder was kannst du konkret heute noch umsetzen, um leichter, freudvoller, friedlicher, zufriedener, heiler zu werden, als du bist? Also bitte tapp nicht in diese Faulheitsfalle, denn wenn ich es denken kann, dann wird es sich auch manifestieren. Das stimmt nur bedingt so. Und das wäre eigentlich schon meine Message. Also leider kein Zaubertrank, aber zumindest ein Tipp von meiner Seite. Ich bin Oliver Jareni aus dem wunderschönen Linz. Und wenn du mehr lernen möchtest über Energetik, energetische Techniken, schau mal auf meine Homepage. Die nächsten Kurse stehen schon dort. Und auch die nächsten Ausbildungstermine sind bald online. Also vielleicht sehen wir uns mal bei einem Kurs oder natürlich auch bei einer Einzelsitzung. Alles Gute. Bis nächstes Mal. Tschüss.